Es gibt eine Airline, die bekannt dafür ist, ständig abzustürzen. Und nein, mit der Airline meine ich nicht meine Wenigkeit an Halloween, sondern Oceanic Airlines. Seit 30 Jahren muss diese Airline alle möglichen Flugkatastrophen über sich ergehen lassen. Warum die Airline bis heute nicht in die Insolvenz gezimmert ist, ist ganz einfach. Weil es sie gar nicht gibt. Wenn in Filmen oder Serien Flugkatastrophen dargestellt werden, dann möchte im Regelfall keine echte Airline mit ihrem Image dafür herhalten. Herzlich willkommen bei EasyJet. Auf unserem heutigen Flug haben Sie folgende Filmauswahl. Dune, Dune Me Hard und Titanic 3. Jetzt Titanics erst recht. Zum ersten Mal wurde Oceanic Airlines 1992 im Film Passagier 57 während einer Geiselnahme gezeigt. Und seitdem immer wieder von anderen Produktionen als fiktive Airline für alle möglichen Katastrophenszenen verwendet. Wäre übrigens eine Katastrophe, wenn du hier kein Follow da lässt.